Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. So, die Leiter steht. Oder die Leitern, ich habe ja zwei verteilt. Eine ein bisschen woanders. Und jetzt hoffe ich doch, dass ich das mit dem Dach auf die Reihe kriege. Ich muss nur aufpassen, dass es da nicht zu dunkel wird da drin und dann überall Monster spawnen, während ich hier irgendwie... Na, ihr wisst schon, ich weiß ja nicht, ob die Monster die Viecher auch töten. Aber dieser eine Creeper, den ich irgendwann mal drin hatte, diesen feuerspuckenden Creeper, dem war das herzlich egal, was da steht. Der hat ja sogar mein Gras angegriffen. Und meine Ernte. Wie gesagt, ihr könnt gerne Tipps hinterlassen, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ich noch bauen könnte. Der Plan für die nächsten Folgen, der steht auf jeden Fall. Da wird dann eben gerade dieses Dach hier noch gebaut und eventuell die Scheune noch ein bisschen verziert. Damit es nicht ganz so eintönig aussieht. Man kann zum Beispiel an den Seiten kann man so wie so Säulen bauen aus rohen Baumstämmen dann praktisch. Das sieht dann so aus wie so Stützpfeiler oder so. Und ich werde natürlich auch noch ein paar Lücken reinhauen wieder, dass ich dann eben Fenster legen kann. Oder einsetzen, besser gesagt. Und ja. Jetzt werden wir einfach mal sehen, wie weit ich komme heute. Der Enderman vom letzten Mal, der scheint wohl weg zu sein. Ist auch gut so. Der soll bloß wegbleiben, der stört eh nur. Wenn ich mich dann ihm zuwende, dann ist er auf einmal weg. Das ist ja immer das Gleiche. Na, er kommt und nervt mich und dann drehe ich mich hin, will mich rächen und dann haut er ab. Das geht ja wohl nicht. Aber das macht er immer so. Das ist alles fies am Enderman. Der haut genauso schnell wieder ab, wie er aufgetaucht ist. Und meistens kriegt man ihn halt nicht. Ich glaube, ich habe überhaupt erst ein oder zwei Endermans getötet. Alle anderen haben entweder mich getötet oder sind abgehauen. Wer weiß, vielleicht ist das ja immer der gleiche. Vielleicht gibt es ja nur einen Enderman. Tja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ja, die Evil Within ist natürlich rum. Schade drum. Aber irgendwann muss ja jedes Spiel mal vorbei sein. Die ganzen DLCs, die noch kommen, die werde ich auf jeden Fall dann aufgreifen und auch spielen, ist klar. Und ich habe ja noch ein zweites Video gemacht nach dem letzten, nach der letzten Folge. Wo ich so ein bisschen über die Story geredet habe und so. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Scheiße. Das muss ja jetzt wieder sein. Aber wenn wir schon mal hier drin sind, dann kann ich ja schon mal die Laternen hinlegen. Oder die Fackeln. Oh, sind die wieder alle am Eingang? Das ist so typisch. So, Tür wieder zu, gut ist. Mach das gleich mal auf beiden Seiten. Und da an der Ecke auch noch. Hm, da wäre es jetzt schlau gewesen, so einen Zwischengang zu lassen, ne? Das kann ich ja eventuell noch machen, nachträglich. Da muss ich nicht immer außen rumlaufen und kann auch mal zwischen den Gehegen stehen. Weil so ist es dann irgendwie blöd, wenn ich dann immer außen rum muss. Könnte man... Ja, das mache ich dann irgendwie noch. Dass ich dann praktisch da auch noch sowas habe wie hier. Kann ja ein bisschen schmaler sein. Dann ist wie so eine Kreuzung. Dann ist wirklich schön aufgeteilt in vier Gehege. Und dann kann man ja gescheit laufen. Halt. Oh, Junge. Jetzt. Mal kurz was essen, bevor wieder irgendwelche Gegner kommen. So, und jetzt gehen wir wieder hoch. Bin ja nicht hier zum Laternenlegen da, sondern eigentlich um das Dach fertig zu kriegen. Und dann wird man sehen. Scheiße, ich habe einen Timer wieder vergessen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit wir schon sind. Dann wird die entweder extrem lang oder extrem kurz. Je nachdem, weil das Zeitgefühl ist total dahin jetzt. Scheiße, wieso passiert mir das gerade dauernd? Die Uhr. Die scheiß Uhr. Ich vergesse jedes Mal. Ja. Aber, nochmal zum anderen Thema. Die Evil Within ist zwar vorbei, aber das macht natürlich wieder Platz für Neues. Und ich hoffe, ihr habt das I Am Bread schon gesehen. Das ist echt ein furchtbares Spiel, aber es ist irgendwie auch lustig. Ich habe das in einer Tour aufgenommen. Ist noch nicht so umfangreich. Also ich glaube, wie viel gab es? 4 Level? Das hat schon echt großes Rage-Potenzial. Das ist schlimmer als das hier auf jeden Fall. So oft, wie ich mich da in kurzer Zeit aufgeregt habe, das ist, glaube ich, im ganzen Minecraft noch nicht passiert. Von daher, joa. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. I am Bread. Ich bin ein Brot.
total sinnfreies Spiel, aber es macht trotzdem Spaß. Je sinnloser, desto besser. Man steuert im Prinzip eine Scheibe Brot, auf seiner Reise oder seiner Mission getoastet zu werden. Das ist total spannend. Richtiger Tiefgang, die Story. Total. Und nebenher liest man immer Krankenakten vom Hausbesitzer, der dann immer wieder seinem Psychiater erzählt, dass irgendwas sein Haus verwüstet hat. Und der hält ihn natürlich für total verrückt, weil, ja, ein Brot macht sowas nicht, eigentlich. Und ja, ich glaube, 4 Missionen gibt es jetzt bisher. Es hat eine Early Access Version. Ich glaube, das Spiel ist erst seit knapp 2 Wochen draußen. Von daher kommt da bestimmt noch einiges. Aber ich hoffe nicht mehr allzu viel, weil das überstehe ich nicht. Das Spiel hat mich echt in Wahnsinn getrieben. Deswegen habe ich es auch durchgezogen, weil ich das vorerst nicht mehr sehen will. Ich glaube, 5 oder 6 Videos hat es letztlich gegeben bisher. Also ich habe nicht in jeder Folge ein Level geschafft, weil, ja, fast unmöglich eigentlich. Aber ich habe mich ganz gut angestellt. Ich habe bei Leuten gesehen, die haben Videos teilweise, beispielsweise im zweiten Level, von über einer Stunde. Da habe ich grob eine halbe gebraucht insgesamt. Also da ist meine Bilanz dann doch ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Bei solchen Spielen verkacke ich es ja meistens. Aber ganz so schlecht war ich dann wohl doch nicht. Das freut mich. Freut man sich wie ein Brot. So. Ja, ein bisschen was über die Hälfte haben wir gleich. Ich hoffe, das Holz reicht noch eine Weile, weil sonst müssen wir noch mal hacken gehen. Aber ich glaube, das sollte reichen. Wie sieht denn der Baum aus? Okay, er wächst so langsam, aber sicher. Betonung auf langsam. Ich weiß ja nicht, ob ich noch so ein Dachgeschoss bauen soll oder nicht. Weil die meisten Scheunen haben ja so eine Art Dachboden. Nee. Erstmal nicht. Legen jetzt einfach erstmal das hier so, dass man dann überall laufen kann und dann kann ich ja Stück für Stück irgendwo Löcher reinmachen und noch Scheiben einsetzen oder sowas in der Art. Weil ganz dunkel und zu ist halt auch scheiße. Das sieht nicht schön aus. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie ein bisschen was drauf tun, dass ich das gleichzeitig noch als Aussichtsplattform nehmen kann. Ich könnte mir einen riesigen Turm draufbauen. Das wäre eine Idee. So. Okay, jetzt ist das Holz aus. Aber ich habe noch was. Okay. Vielleicht reicht's noch. Ding. Ich will halt eventuell noch ein paar Steine einbauen. Also sprich, dass wir da irgendwie so Stützpfeiler aus Stein oder so haben. Aber jetzt machen wir es erstmal so fertig, dass das Ding steht. Und ich weiß, wie groß das wird. Weil das ist vorher immer schwierig. So. Ja, das Gute bei den Bäumen ist dann immer, dass wirklich recht viel runterfällt. Die normalen, die man am Anfang immer sehen, da reicht es lang nicht aus. So habe ich jetzt 3 Bäume, glaube ich, gefällt und das reicht für die komplette Bude. Vielleicht sogar noch mehr. Glaube, da bleibt sogar was übrig dann. So. Na, so langsam wird's finster. Ah, scheiße. Machen wir halt hier auch noch eine Beleuchtung hin, zur Sicherheit. Nicht, dass es dunkel wird und hier die ganzen Creeper kommen. Das wäre blöd. So, einmal, zweimal. Wo ist hier das Tor? Warum habe ich das eigentlich letztes Mal nicht mehr gemacht? Das hatte ich doch am Anfang auch mit den Fackeln an jeder Tür. So. Halt. Dahin. Okay. Okay, in dem Eck ist es natürlich ganz schön dunkel. Moment.
Holen wir das Teil noch, Ike. So, sieht schon besser aus. Machen wir da noch eine hin. Ich weiß, dass die krumm sind, aber das machen wir später. Hauptsache, es leuchtet. So. Zack. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Hoffe ich. So, jetzt muss ich nur wieder rausfinden und wieder hochklettern. Oh. Ich hätte mal innen auch eine bauen sollen, aber jetzt ist eh zu spät. Die muss ja eh wieder weg, früher oder später. Also machen wir das Ganze eben so. Wobei, ich habe eine Idee, um das Ganze natürlich dann ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Suchen wir uns nachher mal wieder einen Turm und gehen dann da rein. Und dann kommt erst die Schokobo-Farm. Weil zu viel bauen am Stück ist auch nichts. So. Schokobo-Farm. So. Das kommt dann aber auch noch früh genug, würde ich sagen. So, kleinen Moment. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Und das Dach noch fertig kriegen. Früher oder später muss es ja fertig sein. Oh, ich meine, ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll in so langweiligen Phasen. Also es ist irgendwie, es ist wirklich langweilig so ein bisschen, ne? Ist auch echt schwierig zu moderieren dann. Aber macht nichts. Kriegen wir alles hin. So. Und da wieder die Leiter hoch. Aber ich glaube, das Dach, ich weiß nicht. Ich weiß halt auch gar nicht, wie wir es in der Zeit liegen. Das ist so scheiße. Das ist echt total bescheuert. Freunde, ich würde sagen, jetzt machen wir die Reihe da hinten noch fertig und dann war's das für heute, weil ich echt nicht mehr weiß, wie wir in der Zeit liegen. Und bevor ich jetzt hier ewig lang mache, dann mache ich lieber ein bisschen kürzer. Das tut's dann auch. Ich meine, wir haben ja mehr als genug Zeit. Na, ich habe das Projekt ja noch eine Weile laufen. Habe ich zumindest vor. Ach, leck mich am Arsch. Okay, das ist ein Zeichen. Ich soll es für heute echt lassen. Dann danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und früher oder später suchen wir uns dann wieder einen Turm, den wir ausräubern. Vielleicht gibt es ja dann endlich mal so einen Sattel. Würde mich jedenfalls sehr freuen, weil dann können wir endlich mal ein Schwein reiten. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.